An enemy has grappled you. Alle Mann rüber! Ändert das feindliche Schiff! Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Aber ich komme wieder hoch. Okay, ich bin da. Ha, komm! Ja, ich habe einen gekillt. Ahoi Matrosen! Moin Leute! Herzlich willkommen zu einer Runde von Black Wake zusammen mit Zombie und Montato. Das Ganze ist eine Piratensimulation. Wir sind auf den sieben Weltmeeren unterwegs und müssen versuchen, unsere Gegner zu zerstören. Wir müssen Kanonen abfeuern, unser Schiff reparieren. Das Ganze ist aber super simpel und super selbsterklärend. Und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr eine Bewertung da lassen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Ich kann gerade nur die Navy auswählen. Ja, weil Piraten so voll ist. Achso, ja, dann lass uns zu der Navy. Dann gehen wir jetzt auf die Scurvy Dick oder gehen wir auf die Doggy Nation? Doggy Nation. Doggy Nation. Ab auf die Doggy Nation, Alter. Join. Und spawn, Leute. Spawn. Would you like... Ja, ja, ich möchte gerne der Captain sein. Nein. Hallo. Ja, ja, ich bin Captain. Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich der Captain. Du musst einen Antrag machen. Man muss für dich voten. Ja, ja, hab ich. Voted für mich. Ja, wie wurde ich für dich? Ich war... Ja, ich bin der Captain. Jawohl. Ship Name. Das ist natürlich die Freedom. Hull Color. Alter, die wird sowas von orange. Wo ist Edgar? Hier, der kommt. Hey, wir haben ja auch ein viel cooleres Schiff jetzt. Ich habe eine Tasse Tee dabei. Wir können unter Deck gehen. Wir sind keine billigen Piraten. Ja, ja, das ist ein Premium-Schiff. Ich sage, leider komme ich hier... Grunge? Ich komme hier nicht ganz auf orange. Egal, das ist die traumhafte Freedom. Okidoki. C for Command Wheel. Feuer, Leute! Feuern! Wir können doch nicht feuern, wir müssen erstmal die Kanonen laden. Ja, wartet! Wir müssen ja jetzt die Piraten fertig machen. Aber wieso habe ich dann eine Piratenmütze auf? Die muss weg. Wir haben schon drei Löcher. Warum? Ich weiß es nicht. Hey, hier sind doch nur freundliche Leute hier. Haben die vielleicht so ein Loch reingeschossen? Ja, das Friendly Fire kann natürlich funktionieren. Da hinten sehe ich Schiffe. Macht euch bereit, Freunde! Guck mal, wir haben ein richtig großes Schiff. Ich weiß. Die Freedom ist ja gigantisch. Die Freedom ist eine traumhafte Schiffskonstruktion. Ich glaube, da vorne sind tatsächlich Feinde. Ramm die Feinde, ich springe rüber. Mach ich! Vorsichtig, Freunde! Kann man rüberspringen? Ich bin beim feindlichen Captain. Ich schlage mit meinem Dolch. Ja, schlage ihn kaputt, Zombie! Lade die... Ah, ich wurde getroffen! Gott, nicht der Captain. Ja, nein, ich wurde erschossen. Menschliche Schutzschilder. Nachladen! So, wir gehen auf Konfrontationskurs. Okidoki, ich glaube, wir sind jetzt gut im Saft mit den Segeln. Jawohl, das sieht sehr, sehr gut aus. Ich gehe auf vollen Konfrontationskurs. Ja, ich kletter wieder schnell nach vorne. Ich versuche sie einfach zu rammen. Ja, ich spring dann drauf. Sauber. Ich spring rüber. Ich bin oben. Do it. Go, Zombie. Ich habe einen erschossen. Ich bin rübergesprungen und habe einen erschossen. Sauber. Alle rüber! Broadside Hit von Somdado! Nee, ich hab auch Angst. Nicht. Oh Gott, es gab einen Konfrontationskurs! Ich muss hier runter! So, wir ballern die aber richtig weg! Ich schnapp mir mein Schwert! Oh Gott! Ich folge dir, Zombie! Oh, die sinken! Ja, wir haben sie kaputt gemacht! Da ist aber noch einer! Ja, ich habe einen gesnackt. Oh, da sind aber einige. Ich habe Muskete einen erwischt. Du musst Tee trinken, Paluten. Auf dir ist so ein Plus. Okay, warte. Oh, nein. Nein, wieso schießt der denn nicht? Weil der ewig nachlädt. Ho, ich muss hier, ich gehe wieder zurück aufs Schiff. Du sollst U drücken, sagt einer im Chat. U? Nee, dann schreibe ich, wenn ich U drücke. Ach so. U for Faction. Ja, das schreibt man. Ah ja. Aber ich glaube, haben wir die jetzt tatsächlich... Nee, die schwimmt doch da vorne noch, oder nicht? Bin ich auf einem anderen Schiff? Reach Level 2. Nein, du bist auf unserem Schiff. Ach so. Du bist doch unser Captain. Wir haben noch zwei Löcher. Ja, ja. Ich pump gerade die ganze Zeit, aber das Wasser kommt immer näher. Warte. Ich habe mal ganz kurz einen Löten getrunken. Damit kann man sich nämlich heilen. Drei Löcher. Wir brauchen unbedingt jemanden, der hier fixt. Ja, ich repair mit. Der Captain macht das. Ich bin kein abgehobener Captain. Ich pumpe. Okidoki. Da vorne, das sind auf jeden Fall Piratenschiffe da vorne links. Macht euch wieder bereit. Die Freedom entert das nächste Schiff. Oh, sehr gute. Oh. Alter, die labern auf einmal alle. Das waren aber, glaube ich, richtig gute Treffer gerade. Wir fahren den komplett in die Seite. Oh, a Navy Ship was destroyed. Das ist nicht gut. Die sind komplett.
Hey, wir haben zwei Löcher, Leute. Ich wurde auch getroffen. Ich spring rauf. Ich trinke schnell Tee. Zack. Tot. Nose damaged. Sie gehen unter. Jawoll. Ja. Sauber. Ich habe sie getötet. Aber einer kommt noch zu euch. Wo? Ah, da unten, ja, da unten schwimmen welche. Und der ist auch oben. Er ist oben, der Feind. Jo, auf unserem Schiff. Wo? Ja, da vorne. Ich messer den. Okay, er ist tot. Okay, ich messer ihn. Da kommen aber, glaube ich, noch welche. Die schwimmen doch da noch. Da vorne links sehe ich... Oh, ich glaube, das ist ein großes Piratenschiff. Der Tee hat mich geheilt. Sauber. Zombie, ich befördere dich zum Unteroffizier Schmierhose. Das sind kleine Kanonen da vorne. Ja, ich bin in der Kippen Schmierhose. Damit kannst du die Segel zerstören. Ah. Oh, vorne auch unsere rechts. Eigenen? Ja, da vorne rechts ist noch ein Piratenschiff. Die ballern auch auf uns. Sind die Kanonen nachgeladen? Das gerade hier. Oh Gott. Kanonen sollten alle geladen sein. Okay, sehr gut. Die treffen ganz schön gut. Ja, ich versuche den auf Breitseite, damit ihr feuern könnt. Modado, wo ist denn die Pumpe? Ist der Winkel gut? Die ist unten. Oh, ich habe Level 3 erreicht. Eigentlich recht nah an der... Oh Gott, wir machen deren vier Dinger. Ja, die Segel müssen unbedingt kaputt. Schieß da drauf. Damit wir sofort... vier Löcher. Okidoki. Soll ich reparieren kommen oder soll ich hier weiter drauf schießen? Wir werden jetzt hier direkt auf Konfrontationskurs gehen. So. Okay. Ladet nach. Ich habe Grandmaster Kash getötet. Sehr gut. Die gehen unter, oder? Ja, ich glaube schon. Ich schieße da noch einmal. Ja, ich habe den nicht getroffen. Vielleicht sollten wir nochmal einmal mit unserer Nase dran gehen. Oder du drehst das, dass wir draufschießen können. Eins von beiden. Ja, kann ich machen. Warte. Ich drehe nochmal. Sind die denn nachgeladen? Unsere Spitze vorne ist kaputt. Ja, wir sind auch irgendwie immobilized. Also entweder, ich glaube... Nose Damage. Ja, ich repariere die ja gerade. Ach so, okay, cool. Die muss man dreimal reparieren. Das dauert ein bisschen. Ah, jetzt ist sie ganz repariert. Okay, dann drehe ich jetzt mal ganz kurz. Weil ich habe das Gefühl, dass die sich ziemlich rehabilitiert haben. Nein, die fahren auch nach links gerade. Obwohl, das geht. Leute, wir haben ein kleines Problem. Da kommt ein riesig großes Piratenschiff. Ja, wir haben auch drei Löcher. Unsere Segel sind auch beschädigt. Oh nein. Die Freedom darf nicht sinken, Freunde. Freedom. Freedom. Well, obviously I want. Oh, ich hab, oh Gott, das dicke Schiff. Ich glaube, die versuchen uns zu rammen. Yo. Die wollen jetzt, glaube ich, auch hochkommen. Ja, der eine hängt hier schon. Also ich... Löcher hast du... Ich habe einen erschossen. Was? Ich wurde erschossen. Mit der Muskete. Oh, da kommt... Nein, nein, da rasiert jemand. Wo rasiert jemand? Und Keller, er ist ein Fremder. Jetzt rennt er wieder nach oben. Sehen. Nein, ich habe ihn nicht erwischt. Nein. Ich nimm einfach Nahkampf. Ja, mach ich. Einfach schnetzel ihn. Ja, das ist gar nicht so leicht, der blockt auch immer. Ja, das ist ein Profi? Ich weiß es nicht, ich muss kurz ein Bierchen trinken. Er ist tot. Wir haben ihn. Also, ich glaube, Rum ist es ja. Okay, ich habe Rum getrunken. Ist es ein Verbündeter? Oder ist es ein Pirat bei uns? Nee, das sind keine Verbündeten. Wir haben sechs Löcher! Ja, ich gehe mal reparieren. Ich gehe auch nach unten. Obwohl, einer sollte weiterschießen. Ich werde auf jeden Fall hier unten reparieren, weil sonst gehen wir so schnell unter. Zack. Fünf Löcher haben wir noch. Gott, die Freedom darf nicht sinken! Okay, unsere Männer sind größtenteils rübergegangen, um die abzulenken. Okay. Ich stopfe die Löcher. Dann pumpe ich in der Zeit. Oh Gott, hier unten ist ja alles komplett kaputt. Wir haben gleich ein großes Problem, wenn wir hier nicht mehr... Repairing. Unsere Spitze ist ziemlich kaputt. Ich gehe unter Wasser. Ich opfere mich für das Schiff. Ich probiere es auch. Wir haben nur noch zwei Löcher. Nur noch eins. Jo, jetzt an die Pumpen. Haben wir mehr als eine? Alle sind aktiv. Wir haben zwei neue Löcher. Ich repariere sie. Okay. Ich lade hier mal ganz kurz nach. Hier unten ist anscheinend jemand. Oder wer hat gerade hier jemanden erschossen? Nee, da ist eine Kanonenkugel reingeflogen. Ich wurde gerade erstochen. Ja, ich wurde erschossen. Aber ich respawn direkt wieder. Ich fix die Löcher. Okay. Ich werde mal gucken, dass wir vielleicht mal ein bisschen weiterfahren und ein bisschen mobiler sind, weil ich habe das Gefühl, die flankieren uns immer ganz gut. Ach, wir werden auch von zwei Seiten richtig attackiert. Sollten wir vielleicht den taktischen Rückzug antreten? Ja, also gerade würde ich auf jeden Fall wegfahren. Wir sind ja gerade nur im Reparieren, wir können gar nicht zurückschießen. Okay. Ah, ich wurde von der Kanonenkugel getroffen. Ja, wir haben aber auch, glaube ich, nicht mehr so viel. Okay, ich versuche einfach nur wegzukommen. Aber warte mal, wo sind denn unsere...
Verbündeten. Hinter uns, wir müssen einmal drehen. Oh Gott, wir gehen unter. Nein, die Freedom! Nein, wir richten. Nein! Haben wir jemanden, der pumpt? Ich weiß es nicht. Outpumps sind active. Wir haben zwei. Unsere Segel sind auch gedamaged. Ich weiß nicht, wie man die reparieren kann. Oh Gott, die kommen da schon wieder links. Die feuern gleich wieder alle. You were shot in the head? Unser Captain ist dead. Wo sind die Löcher? Ich weiß es nicht. Ich bin in 5 Sekunden wieder da. Ich will ja nicht. Ich bin direkt unter Wasser gespawnt. Was? Ich wurde schon wieder in den Kopf geschossen? Hä? Ich ja, grad... ich glaube, die haben uns da oben. Okay, ja, ein Loch nur noch. Ein Loch. Und alle Pumpen sind aktiv. Ich bin auch wieder da. Wir müssen das eine Loch finden. Nein, das direkt... Ja, ich hab... Oh Mann, direkt ein Spawn-Kill. Ist da noch ein Pirat? Ja, ja. Der ist in der Kombüse. You were shot in the head. Hä? Ich hab aber ein schwarzes Bild gehabt. Ja, ja, das ist irgendwie ganz komisch. So, hier ist auf jeden Fall noch irgendwer. Ich hör's doch hier. Das Hundado. Okay, wir haben es überlebt. Well, obviously I won. Wie repariere ich die Flangen? Erfahren? Wie heißen die Dinge? Die Segel. Keine Ahnung, vielleicht draufhämmern. Tickets are low. Von den. Wo sieht man unsere. Bei Q. Oh Mist, nur noch 19 Tickets. Da kommen Piraten hinter uns, auf uns zugefahren. Okay. Ja, dann lasst uns probieren, nochmal das Beste daraus zu machen. Sie wollen uns attackieren. Dann werden wir kämpfen. Holt die Schwerter raus. Sie wollen uns da hochklettern. Dann kann man die Segel reparieren. Ja, ich bin gerade dabei. Ist da du auch. An enemy has grappled you. Alle Mann rüber! Ändert das feindliche Schiff! Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Aber ich komme wieder hoch. Okay, ich bin da. Ha, komm! Grapple timing. Ja, ich habe einen gekillt. Ich gehe unter. Nein! Und dann in den Rücken geschossen. Oh Gott, wenn man gegrappelt ist, ist die Respawn-Zeit richtig hoch. Boah, 80 Sekunden. Hundado, du bist unser bester Mann. Ich weiß es nicht. Geh in die Offensive. Bist du tot? Nein, die Freedom. Wir haben nur noch 6 Tickets. Letzte von unserem Schiff. Der hämmert gerade. Oh, das war down, Alter. Und da geht die... Nein, the Freedom was destroyed. Freedom! The Navy ran out of tickets. The Pirates! Ah, Moment mal, ich war doch ein Pirat. Ihr seht meine Piratenmütze. Zombie hatte 6 zu 9 und Hundado hatte 2 zu 5. Ja. Perfekt. Meine Damen und Herren, die Freedom war ein Teilerfolg. Aber fürs erste Mal, denke ich, haben wir uns gar nicht so doof angestellt. War auf jeden Fall eine lustige Runde. Was denn? Wir waren die Besten. Ja, finde ich auch. Leute, lasst eine Bewertung da. Schaut bei Pirat... Ah, nee, wir waren ja die Guten. Schaut bei Zombie und Hundado vorbei, die britischen Kampfpiloten. Und dann wünsche ich euch allen noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.